Hausgemachte Herzogin-Kartoffeln. Super lecker, frisch und knusprig. Wenn ihr wissen wollt, wie die geilen Herzogin-Kartoffeln funktioniert, bleibt einfach dran. Fast 80% unserer Zuschauer haben den Kanal noch nicht abonniert. Deshalb abonniert uns gerne und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Für unsere Herzogin-Kartoffeln brauchen wir, hier habe ich einmal ein paar vorgekochte Kartoffeln, die sind schon abgekühlt und weich, ein bisschen Speisestärke, 3 Eigelb für unsere Masse, Salz und Pfeffer, ein bisschen Muskat und ein Ei später noch zum Bestreichen. Für unsere Kartoffeln, die müssen wir klein pressen, da habe ich einen ganz einfachen Trick, die schäle ich nicht, die gebe ich direkt so in unsere Kartoffelpresse und presse sie mir so hinein. Weil da ist dann das Coole, dass die Schale unten kleben bleibt, ich sie mir auf einmal komplett rausholen kann und am Schluss keine Schale in meiner Masse habe. Ich habe die Kartoffeln einfach bei 160 Grad 1,5 Stunden lang backen lassen. Wichtig, hier habe ich keine Flüssigkeit mit rangegeben, weil wir möglichst wenig Flüssigkeit haben wollen, weil wir das Ganze am Schluss wieder abbinden müssten, damit wir eine trockene Masse bekommen. Unsere Kartoffeln sind schön fein gepresst und kalt. Das Ganze wollen wir jetzt in erster Linie erstmal würzen und geben erstmal eine ordentliche Prise Pfeffer ran, Salz und Muskat. Dann darf der Muskat natürlich auch nicht fehlen. Und jetzt haben wir unsere Masse gewürzt. Jetzt wollen wir unser Eigelb mit dazugeben. Und mal die Hälfte von unserer Speisestärke, um da dann raus mal eine schöne Masse zu kneten. Unsere Masse ist fertig. Die ist leicht feucht und klebrig. Die bewegt sich auch noch so ein bisschen, wenn man sie runter in die Schüssel gibt, so sollte sie sein, damit wir sie gleich in unseren Spritzbeutel packen können und das Ganze schön aufspritzen können. Für unsere Masse jetzt zum Aufspritzen habe ich hier einmal einen Spritzbeutel vorbereitet. Da habe ich mir 2 Spritzbeutel ineinander gesteckt, mit dem Sinn dahinter, dass mir das vom Druck, beim Pressen, beim Aufspritzen nicht aufplatzt. Ich habe hier auch eine große Sternhülle genommen, dass wir da ein schönes Muster bekommen. Ich schlage mir den Beutel jetzt einmal um und fülle mir meine Masse hier einmal rein. So, und jetzt kann ich mir das Ganze hier wieder oben umschlagen, mir hier anfangen zuzudrehen und mir hier richtig schön Druck aufbauen, dass ich gleich schöne Formen spritzen kann. Hier unten kommt es schon raus. Dann gehe ich jetzt hier rüber. Wenn ich die aufspritze, mache ich eine kreisende Bewegung und steche sie dann quasi aus. Immer in eine Richtung rotieren. So, unsere Herzogin-Kartoffeln sind jetzt schön aufgespritzt. Jetzt nehme ich mir hier noch unser Ei und verquirle das einmal mit meinem Pinsel. Streiche die nochmal schön ein damit und dann können sie bei 200 Grad Oberhitze in den Ofen und nochmal goldbraun backen. Unser Ofen ist vorgeheizt bei 200 Grad. Wir schieben unsere Herzogin-Kartoffeln jetzt rein und in 10 Minuten sollten sie etwa fertig sein. Ich habe mir heute zum Probieren den Andreas dazu geholt, dass ihr mir auch glauben könnt, dass die wirklich lecker sind. Andreas, würdest du sie für mich probieren? Ja, mir, was hast du denn heute Schönes gemacht? Wir haben hier richtig geile Herzogin-Kartoffeln. Hast du mir alles reingemacht? Ganz normale Kartoffelmasse, ein bisschen Eigelb, ein bisschen Stärke, Salz, Pfeffer und ordentlich Muskat. Und
schön mit Eigelb ein. Natürlich. Das schöne goldgelbe Farbe kriegst. Ja, ja, das muss ja auch richtig sein sonst. Ah, dann will ich die mal probieren. Probieren wir mal. Super lecker, oder? Ja. Knusprig, crunchy. Und? Alles, was wir haben wollen. Super einfach. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Basht den Button für ein Abo. Folgt uns auf Instagram und Facebook. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.